Willkommen zurück zu Silent Storm. Nach kleineren Feuergefechten mitten auf der Straße noch wollen wir mal fortsetzen und weiter versuchen, ins Anwesen vom Herrn Bauer. Ich glaube, dass es der Herr Bauer ist, wo wir jetzt natürlich ins Anwesen hereinschleichen. Ich glaube, das werde ich früher oder später noch herausfinden. Da wir wahrscheinlich ihn finden. Ich bin mir nicht sicher. Das sehen wir ja. Und wir beenden mal die Runde wie geplant und warten ab, was der Gegner macht. Denn es ist jetzt mir nicht sicher, ob überhaupt noch Gegner zu uns kommen möchten. Auf jeden Fall, so gut wie wir die Gegner sehen, werden sie wahrscheinlich schon vor mir stehen und ich weiß es nicht mal. Sie haben es erfasst. Die Variante gibt es ja natürlich. Mal hier vorkommen und ich sehe eine Leiche. Ja. Definitiv. Da gebe ich Ihnen recht. Die Leiche macht was. Nun gut. Auch egal. Müsste ich jetzt in den freien Modus kommen? Nein. Er zeigt mir trotzdem die Leiche. Ist bestimmt eine schöne Leiche. Oh, ein Zivi? Da gibt es ein Zivi. Tatsächlich. Okay. Komme ich jetzt in den freien Modus? Nein. Okay, also muss ich jetzt so mich ein bisschen durchschlagen. Was das Ganze natürlich nicht gerade einfacher macht. Okay. Ich denke mal, da wir eh schon geskillt haben, dass wir im Kraulen genauso viel AP verbrauchen wie im im Hocken, kann ich auch gleich in der Haltung bleiben. Denn da werden wir auch schneller nicht so schnell entdeckt, so rum. Daher schaue ich einfach mal, was sich hier finden lässt. Wird erledigt. Ah, nee, das ist der falsche Schussmodus. Ich möchte den Schussmodus. Danke. Dahin mit dir. Und wir sehen jemanden. Würde ich sagen, bereiten wir uns einen Schuss vor. Da wir eh nirgendwo gesehen werden, theoretischerweise. Werden wir nicht gesehen? Na, ich hoffe es mal. Werde ich mir einfach ein bisschen Zeit dafür nehmen. Denn ist da natürlich alles gut vorbereitet zu vonstatten gehen. Okay, das ist noch ein langer Zug, okay. Und dann feuern wir den ersten Schuss ab und schauen mal, ob wir noch einen zweiten Schuss hinterher schießen müssen. Ich hoffe doch einfach mal nicht. Aber gut, das sehen wir jetzt. Oh. Okay, dann melde ich mich gleich wieder zurück, denn ich habe was vergessen einzustellen. So, und da bin ich wieder zurück. Diesmal müsste es funktionieren. Ja, gut. Der Ofen ist aus. Dann würde ich noch einen zweiten Schuss hinterher setzen. Der tut niemandem mehr weh. Damit er auch niemandem mehr weh tut. Gut. Wir wurden dabei nicht entdeckt, was natürlich das Ganze schöner macht. Ja. Okay, dann schauen wir mal, was der Gegner darauf macht. Ob sie jetzt ein bisschen hier rauskommen wollen oder nicht. Ich denke mal. Ich höre eine Tür. Nur das ist hier eh üblich. Ja, das ist mehr als nur üblich. Dann gehe ich mal in die Hocke ab jetzt und lade nochmal nach. Und gehe mit dem Blick zum Eingang einfach mal zu diesem Schild. Sie haben es erfasst. Und sehen einen Sniper. Den würde ich doch gleich mal ausschalten.
wenn er da schon so schön offen steht. Außer es kommt jetzt unverhofft ein Gegner aus dem Haupttor, den wir sogar sehen würden. Apropos sehen, mich wundert überhaupt, dass er den Gegner da oben sehen konnte. Vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung, dass er nicht ganz so blind ist, wie erst angenommen. Oh, hi. Ja, nö, hi. Das ist aber keine schöne Waffe, die du da hast. Ziel erreicht. Mhm. Okay. Fortschritt. Ich glaube, ich warte einfach den Zug nochmal ab. Vielleicht kommt da ja noch einer raus. Wer weiß. In der Hoffnung, dass ich vielleicht eine Unterbrechung bekomme. Keine Unterbrechung, aber ein zweiter Gegner. Schön. Dann 100% finde ich gut. Und weg. Ziel erreicht. Dann nutze ich doch mal die restliche AP, um nachzuladen. Und jetzt, wo wir wahrscheinlich nicht schießen können, kriegen wir eine Unterbrechung und können uns freuen, dass wir ihn nicht abschießen können. Ist, denke ich, jetzt der optimale Fall, den wir haben können. Zumindest so bin ich es ja mittlerweile von dem... Hi. Wo kommst du denn aus dem Nichts her geploppt? Aber immerhin wurdest du gesehen. Auch wenn das Entdecken nicht gerade sehr schön ist. Meine Position ist und aufgeflogen. Wir wurden entdeckt. Das ist jetzt nicht so gut. Sie haben es erfasst. Fall ich mal zu der Position zurück und geh zurück in die Hocker und schau, dass wir nicht zu viele Schüsse abbekommen, falls noch Gegner draußen unterwegs sind. Ich denke mal, zwei dürften es sein. Ich weiß nicht ganz so richtig. Wir werden zumindest nicht mehr gesehen. Daher verstecke ich mich mal und lade nach. Und mal schauen, ob jetzt irgendwas Großartiges passiert. Wenn nicht, schauen wir, dass wir die Scharfschützen nun endlich mal aus ihrem Posten rausschießen können. Ich denke mal, wenn ich stehe, sehe ich ihn wieder, ja. Ach nee, das ist gar nicht ein Scharfschütze, das ist... Okay, dann möchte ich nicht ihn abschießen. Du gehst da und dann mal da lang. Und spätestens da siehst du ja eh ihn wieder. Genau. Und um ihn kümmern wir uns dann in der nächsten Runde. Zumindest in der übernächsten, da wir noch eine Runde Schussvorbereitung und ja. Anscheinend kommen nur erstmal keine Feinde mehr aus dem Haupttor raus, was ist natürlich sehr vorteilhaft ist. Wie viel AP können wir machen? 70. Okay. Das geht sicher noch ideal aus. Okay. Die Gegner müssten wir dann auch sehen, wenn wir uns wieder hinstellen, theoretisch. Eine Tür. Die für uns nicht relevant ist. Oh, die Tür ist offen, okay. Könnte doch relevanter sein, als ich dachte. Ich weiß es jetzt nicht. Ich werde trotzdem schießen. Der Ofen ist aus. Ein sehr schöner Schuss. Und das war's mit ihm. Der tut niemandem mehr weh. Genau. Sind diese drei Gegner bestimmt genau aus diesem Bereich gekommen. Denn ich weiß gerade nicht, ob die Tür überhaupt offen ist oder ob wir ob sie abgeschlossen ist. Sehe ich in der nächsten Runde erst. Offen und offen, okay. Sehe ich? Nein.
Okay, dann möchte ich dahin. Da müsstest du ihn vielleicht sehen. Nein, einen Schritt weiter nach hinten. Wird erledigt. Dahin vielleicht. Und da haben wir ihn. Okay. Ich denke mal, das wird wieder zwei Runden dauern, bevor wir schießen. Und ja. Dann bleibt nicht mehr viel übrig, um das Haus zu stürmen. Denn viel mehr können wir dann nicht mehr herauslocken, denke ich. In dem Haus könnte theoretisch noch jemand sein. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Okay. Den haben wir schön getroffen. Ich denke mal nachladen. Den Blick wechseln und dann sind wir im offenen Modus. Oh, okay. Wird erledigt. Könnte sich vorteilhaft erweisen. Das machen wir mit links. Ja. Guck mal an, wen wir da haben. Einen kleinen Offizier. Das habe ich jetzt nicht so erwartet, dass es schon so schnell geht. Aber gut. Hast du auch Freunde mitgebracht? Im Normalfall ja eigentlich schon. Oder auch einfach nicht. Na, wenn nicht, dann auch nicht schlimm. Wir haben ja noch genug Freunde, mit denen wir spielen können. Denke ich zumindest. Und wieder eine Tür gehört. Das könnte uns natürlich interessanter sein. Dahin. Sehen wir jemanden? Nein, okay. Theoretisch müsste da noch jemand stehen, außer er ist natürlich zu uns gekommen. Dann steht da natürlich niemand mehr. Nur ich warte einfach mal ab und schau, wer hier durch die Tür kommen möchte oder ob wir ihn einfach nicht entdecken. Die Variante gibt es auch noch. Wobei ich eher denke, wir sehen ihn einfach nicht. Okay. Können wir es schaffen, dass wir ihn sehen? Anscheinend nicht. Okay. Hier musst du dann nicht aufstehen. Aber so siehst du. Okay, ich frag da jetzt nicht nach, wie das möglich ist, aber okay. Es ist jemand in der Tür, den wir nicht sehen können. Vielleicht in der nächsten Runde. Ansonsten, ja, könnte das nochmal problematisch werden. Wir sehen immer noch niemanden. Wenn jemand kommt, dann denke ich zu der Position, weil von da aus haben wir geschossen. Wird erledigt. Oder einfach, keine Ahnung. Einfach mal abwarten und schauen, was passiert. Weil wenn wir nichts sehen, können wir nichts abschießen. Nur ich weiß, dass da jemand ist. Nur anscheinend unser Mister nicht. Der mag wohl niemanden sehen. Aber kann ich ja auch gut nachvollziehen. Nach wie vor niemanden. Aber die Türen sind offen. Sprich, irgendjemand ist durch die Türen gekommen.
Darum bleibt die Frage, wieso sehen wir niemanden? Außer, dass der Herr ein Blindfisch ist. Das ist der andere Grund. Aber anscheinend kommt auch niemand in unsere Richtung. Okay. 42, 24, sag ich 30. Ja, gut, 30 und mal schauen, dass wir langsam uns dem Gebäude nähern und eventuell es anfangen können zu infiltrieren. Mit viel Lärm. Nach wie vor sehen wir niemanden. Und Decken steigt sich auch nicht gerade besonders weiter hoch. 12. Und dahin. Wird erledigt. Nach wie vor sehen wir niemanden. Was immer noch relativ unvorteilhaft ist. Jetzt ist wieder. Sie haben es erfasst. Der offene Zug möglich. Was natürlich. Wird erledigt. Es zum Teil einfacher macht. Leider aber auch nur zum Teil. Immer noch niemanden, den wir sehen können. Sie haben es erfasst. Okay, wir werden gesehen. Das ist natürlich eine andere Sache. Die Frage ist, warum können wir niemanden sehen? Okay, den Grund kenne ich natürlich auch. Nur. Ja. Sagen, stell dich dahin, wechsel die Waffe und ja, Tischchen und dann schauen wir mal, ob jemand um die Seite kommt. Vielleicht, vielleicht ja auch nicht. Wahrscheinlich werden wir nur entdeckt und wir können dann trotzdem niemanden sehen. Meine Position ist aufgeflogen. Das war irgendwie klar. Nein, da bin ich aus Versehen. Wird erledigt. Ach, Mensch. Sie haben es. Da steht wahrscheinlich jemanden vor ihm und er sieht's einfach nicht. Ist ja einfach nur super. Dann mal dahin. Wird erledigt. Da sehen wir jemanden. Cool. Rein. Okay, das war vielleicht nicht eventuell schlau durchdacht. Aber ja. Der weiß nicht mal, dass wir hier sind. Das ist schön. Aber wenigstens wissen, da ist jemand. Endlich. Endlich wissen wir, dass da mal jemand ist. So, wir sehen es auch mal. Genau da. Das soll ich gewesen sein. Fortschritt. Und ich sterbe. Okay. Wird erledigt. Ich denke, wir beenden die Runde. Jemand anderes dürfte da nicht sein. Im Normalfall.
Dann denke ich mal, dann warte ich, bis die Wird Patrouille auf der erledigt. Seite wieder kommt. Schalt sie aus. Mach das gleiche mit da auf der anderen Seite. Und dann, ja, schleichen wir mal durch den Gang. Und schauen wir mal, ob wir da jemanden finden. Zurückhalten. Ach, Ich habe da alles ist er unter ja. Kontrolle. Ein Zehner, ja. Und das war's mit ihm. Fortschritt. Das ist gut. Schießen geht schön weiter hoch. So wie man es eben gerne sieht. Und hat nur eine MP gehabt. Wow. Es sieht trotzdem noch so aus, als hätten wir eine gute Anzahl an Gegnern in diesem Gebiet. Naja. Haben wir jetzt noch immer was zu tun. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal auf die andere Seite. Denn da gibt es auch noch eine. Das machen wir mit links. Der hat uns gesehen wahrscheinlich, oder? Nur wir ihn nicht. Ja. Nein! Rache. Du musst ohne mich. Dafür, dass wir dich jetzt gesehen haben. Nach langem, langem, ja, blind sein. Ich denke mal, so kann man das gut sagen. Wir stellen uns. Naja, wir müssen in den äußersten Busch. Und wann wir diesen Wache auf der Seite bekommen und wie wir das Anwesen infiltrieren, seht ihr dann beim nächsten Mal. Denn hier endet die Episode. Ich hoffe, euch hat's gefallen und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Das war euer SGO. Auf Wiedersehen.